Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute soll es um diesen netten Herrn gehen. Ich hab's endlich mal geschafft, diesen Helden zu bekommen. Ja, so viel Erfahrung habe ich noch gar nicht mit ihm. Ich habe ihn tatsächlich heute erst bekommen. Ja, wie immer lese ich euch erst die Fähigkeit vor und dann Wappen und Talent und dann immer rein in Game. So, da bin ich wieder. Mein Programm ist eben abgestürzt. So, fügt echten Schaden in Höhe von 192 Angriff an 4 zufälligen gegnerischen Einheiten zu. Stellt LP in Höhe von 40% des verursachten Schadens alle 0,2 Sekunden für 4 Sekunden wieder her. Dieser Schaden ignoriert Schadensreduktionseffekte. Abklingzeit 5 Sekunden. Dieser Held beschwört einen Wirbelwind, wenn er angreift. Wirbelwind fügt 400% Angriffsschaden an gegnerische Ziele in seinem Weg zu. Nehmt sie auch für eine Sekunde Abklingzeit 2 Sekunden. Dieser Held kann nicht mehr als 36.000 Schaden Treffer erhalten und ist immun gegen Frost, Versteinern, Fesseln, Verstummen, energieziehende Effekte und Effekte der Fähigkeit Unheil. Echte Pität, selbes Spiel wie immer, mehr Angriff und wird in Schaden umgewandelt. Hier haben wir dann, wie sind das nochmal? Seelenheiler, genau. Erhöht Lebenspunkte um 60%, gehackt. Um 60% Crit-Widerstand, um 50% reduziert auch die Heilung von gegnerischen Helden in der Nähe alle 5 Sekunden um 60%. Im Optimalfall aber der richtig rein. So richtig. Gucken wir. Bin echt gespannt. Auch ein riesiges Vieh. Junge. Kann man so groß sein? Der passt nicht mal mehr aufs Display oben. Junge, ich gucke mir das in der Aufnahme an, der fliegt weg. Mashallah. Sieht man das? Ja. Alles weg, alles tot. Wo ist er hin? Wurde den Boss hingeballert? Mich verarschen? Ich mich nicht. Ich mich nicht. Der hat ihn jetzt nicht innerhalb von 10 Sekunden getötet. Ist immer noch zu groß. Der linke Flügel guckt trotzdem out of map. Was ist das? Hör auf! Hat ihn eben nicht passiv gehittet. Kann man nicht erzählen. Ja, nicht so. Hat er den jetzt auch so weggeraggt? Irgendwie nicht so. Ja, da alles andere im Umkreis schon platt gemacht. Ja, der ist aber auch gleich tot. Sobald er nicht mehr lebt, wollte ich gerade sagen. Weil der nicht mehr den Heil-Dings hat. Stark. Der ist so stark. Ich wäre doch genau der hier stehen könnte. Ah, zählt's aus. Gucken, ob gleich irgendwo Gegner platzen. Jetzt mal Rampart noch mit. Wir wissen, ob jetzt irgendwelche Gegner platzen. Schon Schaden. 2. Okay, flächendeckend ist er jetzt nicht der allerstärkste. Er macht schon viel aus, würde ich behaupten. Ich meine, er kriegt ja auch keinen Schaden. Ist, wenn er sich ordentlich bewegen könnte. Nicht so wie jetzt, dass er nur Flattermann spielt. Mal Latz legst du drüben aus Stängerei mit hinsetzen. Kriegt ja gar keinen Schaden. Den Schaden, den er kriegt, den macht er halt direkt wieder gut, gell? Ah, geht halt jung, gell? So,
Wollen wir mal gucken, dass wir hier wenigstens einen Win reinholen. Und extrem viel aus. Dem würde ich nachts nicht gerne über die Straße laufen. Sagen, mach bitte nur 1-2% hier. Ja, wenn die halt Dauerdistanz sind, ist halt. So ist der mega stark. Und die. Hält halt auch nicht um, ne? Richtig Angst vor dem in der Arena. Oh, gucken wir doch mal. Packen wir eine Lane Zephrika. Eine macht Cosmo. Und eine machen wir Kolossus. Alles in der Mitte. Und alle Passiv-Damage durch Tefrika. Der kriegt nichts. Nicht nur 3600 Schaden. Challenge accepted. Ja gut, das ist einmal ein anderer TFK mit dabei. Wenn er die jetzt macht, dann ist er Gott. Dann ist er Gott. Wenn er die jetzt macht. Sah für ihn gar nicht so schlecht aus. Die Base war einfach nur absolut rigged. Mashallah, ja. Nenn den König. Hier selbe Spiel. Auch mit Skin noch. Oh, er fällt nicht um. Okay, jetzt ist er, okay, jetzt ist er umgefallen. Okay. Ganz allein ist vielleicht ein bisschen rigged. Den, wenn er den nicht schaffen würde, dann wüsste ich auch nicht. Muss ich wirklich warten, bis er die ganze Dings runtergerattert hat, ja. Okay. Wir machen doch mehr Schaden, als ich gedacht habe. Okay, sorry. Ich sag nie wieder was. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich in der Arena von ihm halten soll. Was denn? Okay, gestunt ist er schon. Das Problem ist, dass die Base jetzt wieder so viel Damage ist. Er steht noch. Dann doch noch. Er hat keinen mitgenommen. Wir probieren es nochmal gegen Kasten. Unter anderen Bedingungen. Wir machen mal zwei Stunts dazu. Der Cosmo direkt gestorben. Wenn die da hinten nicht so viel Damage machen würden, ne? Nicht nochmal. Leider nicht nochmal. Start. Die. So stark ist er auf jeden Fall. Ist fuck. Mit dem richtigen Support. Mashallah. Was einfach rap. Die. Sind, ja, kommt auf jeden Fall meine Verteidigung mit jetzt. Man sieht auch, er ist nicht einmal gestorben. Wärst Dynamik, gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Holt euch auf jeden Fall Zephrika, egal für welche Situation. Hat auch für mich gewirkt wie ein klasses, wie nennt man das, Allrounder. Ja, gönnt ihn euch. Junge, der ist mega. Gut, dann will ich mal bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.